Was wir, wie wir jetzt nach Yodo kommen. Also ich Wahrscheinlich, weiß, nee, über wir die müssen Höhle wahrscheinlich weiter. zur Mutter. Nee, hä? Ich weiß nicht, hier ist zwar eine Krone, aber irgendwie. Warte mal. Ich glaube, ich weiß es, aber nagel mich nicht darauf fest. Ja? Man konnte ja dann. Warte mal. Man konnte ja dann durch diese Höhle, wo man am Anfang reingekommen ist, von Giovannis Arena links nach links gehen und dann nach Johto kommen, ne? Nur ich will halt meine Jungs nicht abgeben, Mann. Besonders Filinara nicht. Der Rest ist mir egal. Außer vielleicht Simsala. Simsala wäre noch ganz cool, dürfte ich den mitnehmen. Ne? Also für Johto nehme ich mir vor, kein Gyarados mehr. Und kein Pikachu. Wo bist du, Digga? Was? Wo bist denn du? Ja, man kommt nach unten. Diggi. Ja, ich bin jetzt in Johto. Guck, ich bin jetzt hier auf dem Weg und dann bin ich im Windmühlendorf. Hast du gesehen, wo es lang geht? Ja. Wenn mich nicht schon wieder die Menkis verfolgen würden. Wie würdest du Kanto zusammenfassen? Anstrengend. Ich würde Mankey sagen. Ich würde anstrengend sagen. Ich würde sagen Mankey und zum Schluss Akani. Also irgendwie hatte jeder Dinlo Akani. Wir sind auch denn los. Wir sind die schlimmeren Dinlos, Digga. Ja, ich komm, warte. Du Hundehaufen, Alter. Aber nur ein positives hat's, ne? Was denn? Du willst Kanimani spielen und nicht Vollriegel. Stell dir mal vor, die klatscht uns jetzt. Nee, never ever. Stell dir mal vor. Gib uns einfach Rückhand. Genau Okay. die richtigen Pokémon für mich, Kappa Stern. Oh, meine Hüfte juckt, Alter. Ich mach dann mal wieder die ganze Arbeit. Das ist ja wohl das Mindeste. Fluffy.
Da, wo du gerade lang wolltest, ist dieses komische Haus. Aber hier, wenn wir hier runter gehen, kommen wir auf der anderen Seite wieder hoch. Und hier ist ein Item. Max Elixier. Wo bist du? Wir kriegen doch unsere Items alle wieder, wenn wir dann irgendwie, ne? Ja, wo bist du? Auf deinem Gay-Tag? Da oben war noch ein... Ja, du bist auf deinem Gay-Tag, sagt er doch. Ekelhaft. Bei mir steht Waiting. Log dich doch einfach mal aus, Mensch. Bist junger. Schneller. Guck mal, fahr ich zu dir und hol dir einfach ins Gesicht. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Nicht schlimm. Digga, wenn du mit den Dulli-Pokémon gegen die Top 4 fighten willst, dann gute Nacht, Alter. Ne? Ja, Mann. Wir haben mit 12 Pokémon fast auf die Fresse bekommen. Was irgendwie traurig ist, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Ja, Mann. Nur noch hier meine Cam fein justieren. Gibt's hier oben keinen mehr? Nein. Doch, hier ist noch Jake. Redest du da? Ach, stimmt. Den kennt man doch. Der von Tour and a Half Man. Der ist jetzt Trainer. Alles mit Geld machen kann, gell? Hm. Aber ganz schnell aus meinen Augen hier. Ne? Mhm. Seid ihr eigentlich Pokémon, Alter? Jetzt fehlt nur noch dieses Blitzsahner. Ne? Ja, Mann. 32, gib ihm. Da schlafen sie alle. Noch eins hier? Glaube ich nicht, dass hier noch was ist. Ne. Aber Blitzer! Der Straßenblitzer. Das Schlimme ist, wir müssen uns später hier wieder hochkämpfen. Ne? Digga, dein Ernst? Im Haus kannst du dich kurz heilen. Jetzt bewegt dein Arsch hier raus. Ich heile mich nach dem Kampf, logischerweise. Aber vor dem Kampf ist nach dem Kampf. Ja, nach dem Kampf rennst du wieder rein. Nach dem Kampf ist aber vor dem Kampf. Junge, ich wünsche ja niemandem was Böses, aber ich hoffe, du haust dir einen Zeh an, Alter. Verdient hätte es. Oh ja. Und dass du dir den Zehennagel so nach hinten wegreißt, Alter. Boah, Alter, okay, jetzt geht's so weit. Du für ein Mensch, Alter. Das ist ein Aprikoko, aber wir haben noch keinen Beutel dafür. Stimmt. Daraus könnte man Pokebälle machen, oder? Ja, ja. Muss 3 Aprikokos haben für einen Ball. Dann gehen wir jetzt am besten am schlauesten hin. Ja, hier, warte. Erstmal Repel. Ekelhaft. Gesundheit.
Gesundheit. Danke, danke. Vor allem habe ich vier Zuschauer. Hallo? Espeon, kriegen wir jetzt die ganzen Evoli-Entwicklungen ab? Warte mal, die spuck ich an, die ist typisch Psycho. Ja, ist er, aber seit Pokémon Kolosseum ohne Nachtara finde ich die scheiße. Weißt du, die Combo macht's. Ja, Mann. Warte, ich hab eine Kiste. Gib mir doch jetzt einen Mount. Das Schlimme ist, weil ich keinen Mount habe, werde ich gleich in Johto keins haben. Weil ich kein Fahrrad mehr habe. Das wird das Schlimme sein. Und ich werde jetzt schon depressiv, wenn ich daran denke. Kommt ja mit Baldorfisch, Alter. Hauptsache, anstatt stärker werden die immer schwächer, je näher wir an Johto rankommen. Na? Ja, Mann. Wir kommen doch gar nicht durch diese eine Höhle, weil wir keine Kaskade haben, Digga. Der Ass-Trainer. Rena. Ace-Trainer. Ich würde sagen, die gehören dir. Ich geh mal. Starhami. Salami. Psybeam ab, Alter. Salami. War nicht unten irgendwas? Ich habe in Erinnerung, dass es hier mal einen Sonderbonbon gab. Das sind die Edition jedenfalls. So, akzeptieren, du Schwanz. Willst du Eier oder? Ey, ohne Spaß. Girafarig, aber warum haben die denn die ganze Zeit irgendwelche drei Pokémon? Die wissen doch ganz genau, bei zwei, der sollte Schluss machen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nach dem Vieh nicht spucken darf. Ich finde, jeder dürfte auf jeden spucken sollen. Ach so. Ja, wenn das recht geht mit dem Anspucken, dann jeder, jeden. Oder ist ein Item? Oh, Repair ist abgelaufen. Was Destiny-Knoten? Slipknot? Ist das nur da wieder gegeiert? Bei mir bist du einfach durch den durchgestürmt. Sind abgestochen mit deinem Habitat. Ein Barty, Alter. Lass mal anspucken. Kommst du? Das Blake, Junge.
Der ist Boden und Wasser, ne? Du hast schon gehört, dass ich gesagt habe, der ist Bodenwasser. Danach, ja. Was war denn das? Wird ja eigentlich gesagt, Wasser ist gegen Pflanze stark? Wer hat dir das eingeredet? Oh, das tut jetzt schon weh, dass ich mich von meinem Felinara verabschieden muss. Ne? Am 5? Und kriegen wir jetzt noch eine HM? Ach, Wasserfall, stimmt, die brauchen wir, um zurückzukommen. Ja, Garados, du bist leider mein VM-Sklave geworden. Ne? Weil darüber habe ich mir gerade auf dem Rückweg Gedanken gemacht, weil das ist doch diese Wasserfallhöhle. Da dachte ich mir kurz so, wie soll man da durchkommen, Alter? Ne? Wäre schön, wenn er jetzt die dritte Bisasam-Entwicklung hätte für den Pokédex, weil die fehlt uns noch. Digga, das ist meiner. Such dir ein anderes Opfer. Romeo. Du gehst natürlich erstmal gucken, ob man im Bett schlafen kann, Alter. Erstmal Ripple einsetzen. Rebel. Hier können wir. Hä? Warum? Revive bekommen. Lass mal darüber. Hier ist ein Item. User disconnected from your channel. Mark, bist du noch da? Mark? Rede mit mir. Ich sehe, dass du noch da bist. Mark? Man hört dich nicht, ne? Warum bist du so still und abgefuckt? Ich gerade ein Video guck, Digga. Warum guckst du gerade ein Video? User joined your channel. Hallo. Hi. Weil der Meister ist wieder da. Oh Gott. Ich weiß, ich weiß. Will ich eins fangen? Mann, Mark! Warum? Was macht denn die zwei jetzt gerade? Pokémon. Ach so. Mark, warst du schon hier hinten? Oh. Sieht so aus.
Gab's hier ein Item? Danke für deine Antwort. Wie bitte? Nee, nicht du. Ich rede hier vom speckigen Gandalf. Speckiger Gandalf, der ist auch nicht schlecht. You were in a high-class trainer in Kanto, but you have to fight your way back to the top. You're here in Yoto. Was? Wir haben unsere Pokémon, das sind aber jetzt alles Level 5 Dullis oder was? Super. Marc, ich kann dir sagen, wo es hier Items gibt oder nicht. Ich habe ja meinen letzten Run hier angefangen. Hier über Professor Dings gibt's was. Die Mrs. Elm drückt hier was rein. Ja, oder war das Elmo? Einer von denen hat ein Item. Was? Ah ne, Phil hat was für einen Pokéball. Wir haben auch noch unsere Items. Nicht schlecht. Ich will Cyndaquil! Ja! Wo kann ich jetzt tauschen? Weißt du, wie weit weg das ist? Pokémon Center ist so auf dem Scheiße. So, anstatt Klurak nehme ich Cyndaquil. Hast du schon alles abgesucht, Marc? Das ist Frizzle. Ich hab noch Repels, oder? Das ist Ines. Ich werde jetzt nicht sagen, dass das unfair ist, was hier passiert mit den, dass man die Pokémon behalten darf, aber ist schon räudig. Ein Hut. Das Gefühl, wenn man übermächtig ist in einem Spiel. Ich darf sogar mein Fahrrad behalten, Alter. Ist ja mega geil. Ah, stimmt, die kriegt man einen Hopp-Spross geschenkt.
Na toll. Weißt du, find mal hier irgendeine Scheiße. Du kommst raus und du kommst raus. Fürs Erste. Mein Problem persönlich mit der ganzen Angelegenheit hier ist, dass ich immer noch keine... Ach, hast du deine ganzen Pokémon weggepackt, um neu anzufangen, Marc? Smoira. Wenn dann richtig. Ja? Ey, komm, Digga. Ja, Digga, dann hat er so eine Muschi wie du, Digga. Ja, warte. Warte. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich darf ein Pokémon mitnehmen? Komm, lass abstimmen. Wir nehmen ein Pokémon von unserem alten Team mit. Okay? Du weißt ja, welches ich mitnehme, ne? Wollte gerade sagen. So, ich habe mich für Felinara entschieden. Aus Gründen. Ja, Digga, wir sollten dann auch mal kurz leveln, ne? In den hinteren Routen, wenn du wirklich so anfangen willst. Ne? Dann klatsche ich mal kurz ein paar Hututs. Wollen wir zusammen kurz leveln? Marc? Warte kurz. Bei dem hört sich das an, als ob der auf einer Kirmes rumlungert, Alter. Hut. Komm, warte. So, auf geht's. Ich kann mich erinnern, dass hier die Attacken aber animiert waren von den Pokémon. Da haben immer kurz diese Rückenflammen geleuchtet von Feuerriegel, wenn er eine Attacke gemacht hat. Oh, hätte ich jetzt noch meinen Sonderbonbon, könnte ich meinen Feuerriegel kurz boosten? Hast du noch ein paar Besonderbonbons, Marc? Hast du bestimmt zwei Besonderbonbons für mich, oder? Ja, der intelligente Mensch hat ja gesagt, wir kriegen alles abgenommen. Ah, hast du das da auch gelevelt? Ich guck dann derzeit mal Anime, ich bin erstmal wieder weg. Ja, ja natürlich, du... hab ich das ja. getan. Okay. User disconnected from the channel. Ja, doof gelaufen. Aber guck mal, ich bin wieder ein Pokémon angezogen. Ich tu deinem Pokémon Tribut zollen. Welches Pokémon hast du mitgenommen von deinen alten? Pikachu. Ah, du meinst Raichu. Dein Nidorina wäre doch jetzt perfekt gewesen. Hat auch eh dieses Dulli-Level. Oder deine Evoli. Ha?
Vater. Haben wir aber noch alle VMs, ne? Oh Junge. Dass wir die Scheiße nicht suchen müssen, das freut mich am meisten. Hast du auch Hoppip mitgenommen? Ja, mal. Hobelupf. Im Sinn, dum. Ups. Es wurde ein Fehler begangen. Möchte ich gar nicht sagen, dass es nicht so ist. Marc, kommst du? Kelly, gib mir eine Angel, komm. Pamela, gib du mir eine Ampel. Ich glaub's, gegen die Nora kann man kämpfen. Ja, wenn man Surfer könnte, ne? Marc. Ne? Dann wäre das leicht. Habe ich schon ein Dulli-Wasser-Pokémon noch? Level 5 oder so? Der ist ein bisschen drüber, würde ich behaupten. Ja, ein Schwimm-Pokémon müssen wir uns aber mitnehmen, Marc. Dass wir schon mal die ganzen Items abkrabbeln können. Krabby kann auch Surfer lernen, oder? Ja. Hallo? Hä? Was bist du für eine Muschi, Alter? Du hattest normalerweise nur ein Pokémon dabei. Ich hätte jetzt zwei dabei. Es geht um die Items, Digga. Digga, die Items. Ich gehört oder nicht. Aber nur kurz Krabby fürs Surfen missbrauchen. Junge, ich surfe auch gleich. Bis nach Mexiko. Okay, dann tue ich es wieder rein. Alter, das ist halt unfair, weil du hast schon Wasser-Pokémon. Ich kann da nicht rüberschwimmen. Oh. Warum ist das unfair? Ich bin sogar angezogen. Du hättest es aber auch aussuchen können, Kanimani. Halt dein Maul, warum soll ich das Beschissenere von beiden nehmen? Hä, hey, Kanimani ist übel lit. Ja, komm mit. Hallo? Gleich rabbelt's, Alter. Im Karton. Guck mal, was haben wir jetzt? Wasserfeuer, ich hab noch Blitzi dabei. Ja, und Fee. Ja, siehste. Ist eigentlich gut ausgestattet für den Anfang. Ja, aber nicht für die VMs. Scratch. Ich schlafe jetzt mal eine Runde, gell? Ja, mach mal. Ich weiß ja, wie das ist. Ja. Er kriegt mal mitten im Battle auf die Schnauze und dann... Ich kümmere mich nochmal um dein Hut. Ne? Oh, du willst. Ich weiß nicht. Ich bin halt nicht so in der Stimmung für Pokémon, muss ich sagen, gell?
Ja, wollen wir hier jetzt beenden, oder was? Ja, ich will lieber irgendwo anders hassen. Okay, komm mit. Gehen wir nochmal ins Pokémon Center. Gehen wir noch eine LOL spielen oder so. Ich muss gleich schlafen gehen, dann spiel ich eine Runde LOL, Mann. Du gehst schlafen. Ah, ich muss arbeiten morgen. Boah. Ja, boah. Krasser Scheiß, ne? Level up bekommen fürs Healen, Junge. Schmeckt. Hä? Warum ich nicht? Wow, ich habe einen Flymount bekommen. Ha! Ich hasse dich, Alter. Ich halte jetzt so lange, bis ich auch ein Level up bekomme. Habe nur ein paar Renter gekriegt, ist alles gut. Ja, ja, warte mal. Gleich habe ich's. Warte mal, bei Achievements. Incomplete. Captain Hook. Captain Hook, Alter. Oh. LOL. Guck mal hier. Ja, so. LOL. Received your 9th badge. Oh, ich muss noch 11 mal heilen, warte. So, einmal. So kann man auch Level schnurren, Alter. Ich finde, die haben das hier besser gelöst als die von Pokémon Revolution, oder? Ja. Wie oft noch? LOL. Die zählen nicht dazu, wenn ich die ganze Zeit spam. Ja, vielleicht musst du mal kämpfen. Das ist ja mega abgefuckt. Nur weil du ein paar Mal mehr das Opfer warst. So, Endstream. Also,